Herr Lingfelser, wir haben es im Beitrag gerade gehört, es könnte erneut sehr, sehr eng werden. Alle haben noch die letzte Wahlnacht in Erinnerung. Bleibt es dabei? Die Umfragen zeigen das und der Wahlkampf in der Tat war jetzt auch nicht dazu geeignet zu sagen, hier wurden Wählerschichten aus dem einen oder anderen Lager besonders inhaltlich mobilisiert. Eine gewisse Wahlmüdigkeit zumindest bei den Themen hat sich breit gemacht und warum sollen die Leute sich in so kurzer Zeit auch fundamental umentscheiden, wenn ihnen keine neuen Angebote gemacht werden? Aber es gibt natürlich andere Faktoren, die mitentscheidend sind. Zum Beispiel die schiere Wahlarithmetik, die Mathematik. Wenn die Wahlbeteiligung tatsächlich höher liegt als beim letzten Mal, dann verändert das automatisch Mehrheiten. Insbesondere, wenn eine Wählerschicht, die beim letzten Mal wie traditionell äußerst wenig sich an der Wahl beteiligt hat, nämlich die israelischen Araber, jetzt mehr zur Wahlurne schreiten, dann kann das Mehrheiten verändern, dann kann das zum Beispiel am rechten Rand es Splitterparteien sehr schwer machen und auch im linken Spektrum, wo es hart werden kann, bei der einen oder anderen Partei überhaupt ins Parlament zu kommen, kann das natürlich Auswirkungen haben. Und das verändert dann insgesamt die Mehrheitsverhältnisse. Also da muss man auf Überraschungen natürlich gefasst sein. Blicken wir auf die Inhalte. Benjamin Netanyahu ist ordentlich in die Vollen gegangen, indem er beispielsweise mit einer Annexion des Jordanteils im Falle seiner Wiederwahl, dass er das angekündigt hat. Hat er damit nur polarisiert? Ist das Teil des Wahlkampfes einfach? Oder kam das bei seinen Anhängern an? Ja, das hat vor allem zwei strategische Gründe. Erstens, er musste aus seiner Sicht nochmal am äußersten rechten Rand Wählerstimmen mobilisieren. Das sind Siedler, das sind Leute, die solche Pläne bejubeln und dann vielleicht sich noch mehr ermutigt fühlen, doch wählen zu gehen oder ihn wählen zu gehen. Und zweitens, er nimmt damit ganz klar in Kauf, dass er auch Leute aus dem eigenen Lager abzieht, also innerhalb seiner Koalitionspartner nochmal Wählerstimmen abfängt, will dann geht im eigenen Lager. Warum? Weil er vor allem stärkste Fraktion werden möchte mit seinem Likud, mit seiner eigenen Partei. Denn, das ist ganz wichtig, das ist für ihn strategisch wieder mal wichtig, dann hat er den ersten Zug, dann bekommt er den Zuschlag vom Staatspräsidenten, eine Koalition, eine Regierung überhaupt bilden zu dürfen. Und das hat sich beim letzten Mal gezeigt, das war ein großer Vorteil für ihn. Denn als die Koalitionsverhandlungen scheiterten, da hat er sein Mandat zur Koalitionsbildung, zur Regierungsbildung nicht etwa zurückgegeben, damit ein anderer jetzt eine Mehrheit aushandeln kann, sondern er hat über Nacht ein Neuwahlgesetz durchgepeitscht durchs Parlament. Und deswegen stehen wir heute hier. Und deswegen konnte kein anderer in dieser Zeit versuchen, eine Mehrheit jenseits von Netanyahu zu bilden. Also Sie sagen, ist Regierungsbildung beim letzten Mal gescheitert? Heute könnten die Verhältnisse ähnlich aussehen? Er braucht dafür Bündnispartner. Welche Bündnisse sind denn überhaupt denkbar abseits der bereits beschriebenen Likud-Bündnisse? Ja, also wie Sie sagen, es gibt den Likud und dann ein rechtsreligiöses, rechtsnationales Lager, eine Mehrheit, wie sie Netanyahu im Moment innehat. Dann gibt es die Alternative, das Linksbündnis, Mitte-Linksbündnis, muss man sagen, wenn Benjamin Gantz doch jenseits der Mitte bzw. jenseits von rechts alles zusammenkratzt und vielleicht doch überraschend eine Mehrheit da zusammenbekommt. Und wenn es wieder eine Pattsituation gibt, wie beim letzten Mal und wie die Prognosen es ja im Moment voraussagen, ja, dann muss sich irgendjemand gewaltig bewegen, Wahlversprechen brechen und doch mit jemand ein Bündnis eingehen, das er im Wahlkampf ausgeschlossen hat. Etwa die Person Avigdor Lieberman, also ein ehemaliger Weggefährte Netanjahus, ein nationaler Hardliner, ist ja letztendlich derjenige gewesen, der die letzten Koalitionsverhandlungen platzen ließ und gesagt hat, ich bin nicht mehr der Mehrheitsbeschaffer für Netanjahu, solange die Religiösen mit im Boot sind. Er könnte sein Versprechen brechen und doch zum Königsmacher werden und mit Netanyahu doch eine Mehrheit bilden. Also nicht der Königsmörder sein, sondern der Königsmacher. Aber wie gesagt, er müsste seine Worte brechen. Und genauso ist aber auch theoretisch denkbar, dass es eine große Koalition gibt. Das heißt, der Likud von Netanyahu würde mit Benny Gantz, mit dem Mitte-Bündnis zusammengehen und zusammen mit Lieberman, das ist also etwas, was hier im Wahlkampf immer wieder propagiert wurde von verschiedenen Stellen, aber eben nicht von Netanyahu. Sowas ist nur denkbar, wenn Netanyahu raus ist und das würde bedeuten, dass der Likud sich besonders bewegt, also seine Partei und ihn letztendlich absägt. Das ist nur denkbar, wenn Netanyahu heute Abend besonders schlecht abschneidet und alle anderen Bündnisse, da müssten Leute im Grunde ihre Wahlversprechen brechen und mit anderen zusammengehen, die sie im Wahlkampf eben
bisher nicht auf dem Zettel hatten. Das wird also ganz schwer und deshalb ist ein dritter Wahlgang auch nicht ausgeschlossen. Ich sage herzlichen Dank, Mike Lingenfelser nach Tel Aviv.